Leute, Hashtag Fliegen mit Frankie. Fliegen mit Frankie im Basaltsteinbruch. Fliegen mit Frankie mit der neuen Firmware. Und Fliegen mit Frankie im Tripod-Mode und im FPV-Mode. Ja, wenn ihr da Bock drauf habt und so ein bisschen mit mir in meine Fernbedienung reinkrabbeln wollt und euch ein bisschen was angucken wollt, ein bisschen Learning by Doing, vielleicht auch ein paar schöne Aufnahmen, dann bleibt dran und schaut euch das Video an. Ich denke mal, es lohnt sich wie immer. Hoffe ich doch. Mikrofon ist an, 4K30, bang, hallo Leute, hallo YouTube. Ja, ich wollte mal sagen, es wird mal wieder Zeit für eine neue Folge, Hashtag Fliegen mit Frank. Ihr kennt vielleicht diese Location hier, ich bin in einem Basaltsteinbruch in Obermendig und habe die Genehmigung natürlich von der Firma bzw. von dem Besitzer, dass ich hier fliegen darf. Das ist alles Privatgelände und habt die Mini 3 Pro am Start und wir wollen uns heute mal wieder ein paar Sachen anschauen und zwar Hashtag Fliegen mit Frank. Es gab eine neue Firmware, ich muss mal gerade ablesen, wie die, Moment, so. Es gab eine neue Firmware für die Mini 3 Pro, eine neue Fly App Aktualisierung, die 1.9.9 und Firmware Version 01000500 und auch eine neue Firmware für die RC hier, die ich hier auch am Start habe und das wollen wir alles mal ausprobieren und da haben sie jetzt so eine Art Tripod-Mode integriert, da kann man jetzt sehr schön feintunen, dass die Mini 3 noch ein bisschen langsamer fliegt, langsamer schwenkt und so weiter und so fort und das werden wir uns gleich mal in der Praxis anschauen. Wir werden hier einfach ein bisschen fliegen im Steinbruch. Wir werden mal Point of Interest ausprobieren, da hatten auch ein paar in die Kommentare geschrieben, dass ihr das gerne mal ausprobieren wollt, beziehungsweise mal gezeigt bekommen wollt. Und dann gibt es halt ein paar Sachen zu beachten. Also wenn ihr die Updates drauf gemacht habt, ne, also ist eigentlich im Grunde genommen ganz einfach, ne, Drohne mit dem WLAN verbinden, beziehungsweise Controller mit dem WLAN verbinden, Drohne anmachen, und dann werden die Updates angezeigt. Ich blende mal kurz hier einen Screenshot ein. Dann werden die aufgespielt und dann seid ihr auch schon sozusagen fertig. Die Drohne ist abgedatet und sind bereit für einen Flug. Achtet mal ein bisschen darauf, dass nach den Updates die Fotoeinstellungen zum Beispiel auf JPEG stehen, glaube ich, und nicht auf JPEG und RAW, weil ich will nämlich auch immer die RAW-Fotos aufnehmen und ich glaube auch die Quickshots sind wieder in 1080p, die sollte man auch in 4K einstellen. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, so ein paar kleine Tipps nebenbei. Wir wollen heute auch ein bisschen manuell fliegen. Ich werde euch zwei, drei einfache
einfache Manöver zeigen, wie man, sagen wir mal, mit zwei Sticks, mit einfachen Manövern auch mal manuell fliegen kann, weil nicht nur Spotlight und Point of Interest, sondern auch das manuelle Fliegen macht uns ja besonders Spaß. Ne? Und wie gesagt, ich bin ja jetzt hier letzt FPV-Drohne geflogen, die Avada. Und hatte ja auch mit der Mini 3, bin auch mit der Mini 3 geflogen, hatte auch ein Screen-Recording gemacht, habe aber allerdings leider das Mikrofon nicht richtig angeschlossen. Da ist die Aufnahme nichts geworden. Deshalb bin ich auch nochmal hingefahren, um euch nochmal ein extra Video aufzunehmen. Ja, dann würde ich sagen, wir springen auch gleich in die Fernbedienung rein. Und ich mache mal die Drohne fertig und dann würde ich sagen, Hashtag Fliegen mit Frank, und alles andere erkläre ich dann sozusagen live. Übrigens, nur damit euch das nicht auch passiert, wenn ihr ein USB-C-Mikrofon oder USB-Mikrofon anschließen wollt an den Controller, dann macht das bitte hier unten in den USB-Host rein. Nicht in den Ladeanschluss, sondern in den USB-Host. Da wird es dann einfach reingesteckt und natürlich auch darauf achten, dass eine SD-Karte drin ist. Und da haben wir nämlich das erste Problem, es ist keine SD-Karte drin, aber ich habe Gott sei Dank noch die DJI Action dabei. Da haben wir schon Verbindung, da haben wir Verbindung. Mit erhöhter Vorsicht fliegen, jawohl. Wir stellen auf 4K30. So, High Quality. Und starten die Aufnahme. Zack. Und jetzt klatsche ich mal, damit wir das jetzt synchronisieren können. So, ich hoffe, ich habe jetzt Ton vom Pocket, ich habe Ton von der Fernbedienung und starte jetzt mal, hab genug Satelliten, 22 Satelliten, und starte mal die Mini 3 Pro und fliege ein bisschen zurück und tiefer, und dann seht ihr mich auch schon hier in meinem provisorischen YouTube-Studio hier im Steinbruch. Also wie gesagt, nochmal vielen Dank Rainer Krings an die Firma Mendiger Basalt, dass ich hier fliegen darf. Ich gehe mal davon aus, mit der Mini 3 Pro kann ich hier auch nicht allzu viel kaputt machen bei dem schweren Gerät, was hier rumsteht. Wie gesagt, ich drehe jetzt mal das Dröhnchen und fliege mal so Richtung dem Bagger da hinten. Den habt ihr vielleicht schon in einem der Videos gesehen. Und fliege einfach mal ein bisschen rüber, so ein bisschen in die Nähe. Und hover mal ein bisschen und versuche jetzt mal die Einstellungen vorzunehmen. Und zwar, ich bleibe auch hier stehen, an einem Stück, versuche jetzt mal diese Feineinstellungen vorzunehmen. Wir sind jetzt im Moment sind wir im Normalmodus drin, und jetzt kann man halt bei Steuerung, kann man bei Gain und Expo Feinabstimmung, kann man jetzt die maximale horizontale Geschwindigkeit einstellen, die maximale Steiggeschwindigkeit und das maximale Sinkgewicht, die maximale Sinkgeschwindigkeit. Das kann man alles verstellen, maximale Winkelgeschwindigkeit, Gierempfindlichkeit und so weiter und so fort. Ich muss mal gerade die Sachen hier weglegen, damit die nicht weggeweht werden. Wenn ich jetzt in den Cine-Modus gehe, was ich eigentlich immer mache, wenn ich jetzt hier so an kleinen an Objekten vorbeigehe, Cine-Modus, und fliege jetzt mal so auf den Bagger dazu, ne, einfach mal drauf zu, ne, dann seht ihr, das ist noch verhältnismäßig schnell, finde ich. Ne. Ich würde eigentlich lieber ein bisschen langsamer fliegen. Ne. Ich gehe jetzt mal ein bisschen wieder zurück. Und richte mal ein bisschen mehr die Drohne aus. So. 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 Und jetzt stelle ich mal die Geschwindigkeit die maximale horizontale Geschwindigkeit wäre jetzt nämlich bei dem Cine-Modus 6 Meter die Sekunde. Die ist jetzt eingestellt. Aber ich will ganz langsam fliegen. Das heißt, ich stelle die mal auf 1 Meter die Sekunde. So. Gehe mal wieder raus, und dann werdet ihr sehen, dass ich, wenn ich nach vorne gehe, wirklich ganz langsam fliege. Und das war vorher halt nicht möglich. Ne? Jetzt ist sie natürlich, wenn die langsam fliegt, wesentlich windanfälliger. Ihr seht das vielleicht auch schon, es wackelt ein bisschen. Aber wenn ich natürlich hier durch so einen Bagger durchfliege, ne, das ist natürlich wesentlich entspannter mit 1 Meter die Sekunde. Ja, da fliege ich jetzt einfach mal durch.
Und das sind jetzt ja, 100 Meter ungefähr. Übrigens sehe ich die Drohne noch. Ist übrigens auch so, dass obwohl ich jetzt auf Privatgelände bin, hier trotzdem die ganz normalen EU-Drohnenregeln gelten. Ne? Ich muss im Prinzip auf Sicht fliegen, was natürlich jetzt hier vielleicht manchmal nicht ganz der Fall sein muss. Aber ich muss auch 120 Meter einhalten und so weiter und so fort. Alle Drohnenregeln hier drin auch. Allerdings, wie gesagt, Privatgelände. Deswegen darf ich hier also jetzt fliegen, wie ich will. Hier sind auch keine anderen Personen. Und wie gesagt, ihr seid jetzt, und jetzt fliege ich einfach mal wieder rückwärts. Das ist übrigens auch ein kleiner Tipp, wenn ihr durch so Löcher durchfliegt, etwas größere, dann fliegt bitte immer in Flugrichtung. Ne? Dann könnt ihr schnell rechts und links korrigieren. Wenn ihr in spiegelverkehrter Richtung fliegt, dann wird es echt schwierig. Und in der Hektik vertut man sich mal und zack, ist man dann auf der falschen Seite. So, ihr seht, das ist butterweich, wirklich butterweich. Und wir machen dasselbe einfach nochmal. So, hey, ist jetzt schon, ja gut, okay, so ein leichtes Ruckeln drin. Warum ist so ein leichtes Ruckeln drin? Das kann natürlich hier an der Funkstrecke auch liegen. Wir machen dasselbe jetzt nochmal. Wir stellen nochmal die Geschwindigkeit, den Gimbal-Modus auf die 6 Meter ein. Ne? Die Maxima, also das, wo es auch eingestellt war, der Cine-Modus, 6 Meter. So, 6,0. Gehen raus und fliegen das jetzt mal. Ich meine, das ist jetzt für mich grundsätzlich kein Problem. Wenn man das ja hier so in der Flucht sieht, dann kann man da natürlich einfach so durchfliegen. Das geht natürlich dann viel, viel schneller. Aber vielleicht will man einfach ein bisschen mehr Sicherheit haben und ein bisschen langsamer fliegen. Und dann kann man auch schön. So, der Wind ist auch ein bisschen, der beeinträchtigt ein bisschen. Ich fliege jetzt wieder zurück und bin jetzt schon wieder aus dem Bagger raus. Ja, das waren, jetzt kann ich natürlich auch die Schwenkgeschwindigkeit einstellen. Wir können ja mal hochgehen. Wir drehen uns einfach mal, damit wir mal mit der Sonne filmen. Ja, das sieht auch viel ein bisschen schöner aus. Da stehen wir jetzt gerade, da ist jetzt gerade mein Auto. Und wir gehen mal ein bisschen hoch. Es ist ganz schön windig heute. Wir müssen ein bisschen aufpassen. Und können jetzt rein theoretisch auch die Geschwindigkeit anpassen, wenn ich mal schwenken möchte. Ne? Ich gehe noch ein bisschen höher. Neigeempfindlichkeit. Ach, ich glaube, da ist der Gimbal mit gemeint. Ah, da, Moment, da kannst du nicht. Weil wenn ich jetzt mit dem Gimbal, ne, das ist die Gimbalgeschwindigkeit. Hoch und runter. Ich glaube, dieses. So, das ist die normale. Und wenn ich jetzt die Gimbalgeschwindigkeit, auf 15 Grad steht, auf 1 Grad stelle, dann, ja, dann seht ihr, dann geht das wunderbar, butterweich. Und wie gesagt, das kriegt ihr, habt ihr natürlich vorher nicht hingekriegt. Wenn man wirklich mal so einen ganz langsamen Schwenk machen will, dann passt das schon. Ist das schon gut. Das ist schon eine gute Sache, das neue Software-Update. Hat DJI gut gemacht. So, wir gehen mal wieder auf die 15, war das, ne? 15, 15. So, im Normalmodus. Ja. Gut, wenn ich jetzt natürlich mit ein bisschen Fingerspitzengefühl dran gehe, dann kriege ich das auch hin. Aber wenn ich halt nicht so Fingerspitzengefühl habe, dann ja, passt das. Und wenn ich jetzt dann zur Seite schwenke, dann kann ich das auch ganz langsam machen. Da könnt ihr einfach mal ein bisschen rumexperimentieren, was euch am besten passt und so. Und ich glaube, dass diese Geschwindigkeit, diese Fluggeschwindigkeit auch im Spotlight geht. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Wir suchen uns mal ein Spotlight aus. Und zwar nehmen wir da mal, Moment, vielleicht den Berg da oder sowas. Oder warte mal, was haben wir denn da im Spotlight? Ah, vielleicht das da. So. Da die Tonnen. So, die vielleicht mal einzeichnen, die zwei grünen Tonnen. Spotlight ist drin. Und wenn ich jetzt rechts zur Seite gehe, dann seht ihr, das ist die Geschwindigkeit, die normale Geschwindigkeit. Ja, ihr müsst aufpassen, seitliche Sensoren sind abgeschaltet, deswegen ein bisschen aufpassen. Ja?
Und jetzt stellen wir Spotlock nochmal neu ein. Jetzt machen wir mal rückwärts die. Ja, sagen wir mal, 1 Meter ist ein bisschen weh. Ich mache mal auf 1 Meter, damit es mal ganz extrem ist. So, fliege jetzt nach rechts wieder und ihr seht, wie langsam das geht. Und da muss man jetzt mal ganz klar sagen, das müssen wir kurz mal ausschalten. Da würde ich doch ganz gerne, das kann man natürlich am besten benutzen. So, ich gehe mal wieder auf die. So, 10 Meter die Sekunde. Ich fliege mal Richtung. So, komm runter. Flieg mal zu den Tonnen da. So. Und hier ist es natürlich jetzt cool, wenn man jetzt, sagen wir mal, nah dran ist und dann, sagen wir mal, hier so eine Tonne da einzeichnet. Wenn ich jetzt den normalen Modus benutzen würde, dann würde ich verhältnismäßig schnell drumherum fliegen. Ja, ihr seht das. Fliege auch nochmal zurück. Und wenn ich jetzt ein bisschen langsamer stelle, das stellen wir jetzt auch mal ein. So, gehen wir ein bisschen hier rüber. So. Spotlight rein und dann die Geschwindigkeit auf 1 Meter stelle im Normalmodus, dann kann man natürlich viel, viel ruhiger fliegen. Ne? Ja, ich muss vielleicht noch mal einzeichnen. Ja, das ist, zack. Das ist natürlich schon nicht schlecht und ähnlich kontrollierter. Und ich, wie gesagt, ich kann die Drohne natürlich auch jetzt, da sie langsamer fliegt, auch viel, viel einfacher sehen. Ja. Also das ist schon eine gute Sache. Point of Interest, beziehungsweise in Spotlight funktioniert das auch. Wir stellen es aber mal wieder auf die normale Geschwindigkeit, auf die 10 Meter. Denn wir wollen mal Point of Interest ausprobieren. Das war das nächste, was bei mir auf dem Plan ist. Und dazu fliegen wir mal ein bisschen höher. Ja. Und dann würde ich einfach mal auf die andere Seite fliegen. So. Und den Point of Interest, den probieren wir aus mit, ja, hier mit dem Ding hier. So. So, gehen wir ein bisschen runter. So, ja, wohl 38 Meter, ja, das sollte hinhauen, da müsste ich wirklich safe sein. Wir zeichnen jetzt ein. Point of Interest ist im Grunde genommen ähnlich wie Spotlight. Ich kann dann hier unten, ich muss mal gerade die Bildschirmaufnahme ein bisschen verschieben. So. Gehe dann auf unten nicht auf Spotlight, sondern auf Point of Interest. Und dann ist die Hindernis, er sagt schon, Hindernisvermeidung ist nicht drin. Ne? Und da müsst ihr auch aufpassen. Und wenn ich dann auf Go klicke, dann kann ich die Geschwindigkeit mit Pfeilen einstellen. Ne? Auf schneller kreisen und langsamer kreisen. Ne? Ich habe jetzt mal rechts rum, machen wir maximale Geschwindigkeit. Ist einfach wie Spotlight, nur dass das jetzt automatisiert einen Kreis zieht und dass wohl da auch die Distanz gleich bleibt, was bei Spotlight immer mal ein Problem ist, weil die Drohne immer mal ein bisschen weiter wegkommt und näher rankommt. Ne? Und das sieht, da kann man natürlich einen schönen epischen Shot machen und auch verhältnismäßig einfach. Ne? Hier alles einhändig jetzt. Ich lasse die Drohne einfach machen und lasse sie einmal rund fliegen. Und auch da können wir natürlich die Geschwindigkeit einstellen. Ne? Hier, das ist aber in der Normal, sieht das so schon ganz gut aus, finde ich. Ne? Gehen wir mal auf Stopp. So, Point of Interest fertig. Suchen wir uns oder machen wir nochmal andersrum.
noch mal, also ich zeige euch nochmal Point of Interest unten, dann auf dann nach links, dann auf Go und schon fliegt die Drohne eine Runde und ihr müsst ein bisschen aufpassen, dass ihr seitlich genug Luft habt, aber bei der Höhe sollte das kein Problem sein. Und wenn ihr euch zu schnell ist, dann nehmt ihr einfach den Finger und macht es ein bisschen langsamer und schon fliegt die Drohne eine langsame Point of Interest. Jetzt würde ich noch was ausprobieren wollen, und zwar hier vorne mal so einen kleinen Point of Interest, ob ich um mich rum einen Point of Interest fliegen kann. Dazu machen wir mal auf Stopp, gehen raus und holen das Dröhnchen zu mir rüber. So. So, fahren wir, fliegen wir schön runter. So, ich gehe jetzt mal aus dem Bild, beziehungsweise gehe mal hier rüber und versuche jetzt mal einen Point of Interest zu fliegen. Ich hoffe, das klappt noch mit dem Funk. So, vielleicht ein bisschen höher. So, ein bisschen höher, ein bisschen zurück. Und zeichne mich mal ein und gehe auf Point of Interest und gehe auf Go. Und jetzt müsste die eigentlich um mich rumfliegen. Ich kann jetzt einfach machen, was ich will. Ich kann das natürlich auch einfach mal ein bisschen schneller stellen. So. Aber ihr müsst dürft nicht vergessen, das Ding ist seitlich ohne Sensoren. Ne? Deswegen. Aber ihr seht, das Problem ist gelöst. Die hält die Entfernung. Ne? Also mich hatte ja einer gefragt, ob man das auch anders lösen kann. Und die hält die Entfernung. Ich kann jetzt im Grunde genommen auch höher fliegen, glaube ich. Das müsste gehen. Ja. Und ich kann auch niedriger fliegen, so, das müsste auch gehen. Da muss ich allerdings schon aufpassen, dass ich nicht gegen mein Auto fliege. Aber damit kriege ich natürlich auch ein paar dynamische Aufnahmen hin. Ne? Ja, auch das sieht gut aus. So, machen wir mal Stopp, zack, und gehen wir wieder zurück ans Auto, zum Pocket. Und dann geht's nämlich ans Nächste. Was hatte ich denn als Nächstes auf der Liste gehabt? Ich wollte euch ein paar einfache Manöver zeigen für manuelles Fliegen. Und zwar fangen wir dann mal mit einem ganz einfachen Manöver an. Und zwar, wir setzen die Drohne, ja, das können wir auch schon direkt so machen, direkt vor mich. Es ist ganz schön windig, na gut, aber hier unten müsste es noch einigermaßen gehen. So, fliegen wir ein bisschen zurück. Und versuchen jetzt, so, das machen wir auch im Cine-Modus, damit wir auch easy sind. Und zwar, wenn ihr jetzt beide Sticks nach vorne drückt, und zwar nur beide Sticks nach vorne, dann fliegt die Drohne ja automatisch, der rechte Stick nach vorne, der linke Stick nach vorne oben weg. Das heißt also, ihr kriegt einen ganz einfachen, ohne große Stress, Opening-Shot oder sowas hin. Ne? Ich mache das jetzt mal, beide nach vorne. Und so sieht das dann aus. Und dann habt ihr einen wunderbaren Opening Shot, der dann das ganze Gelände öffnet. Ja, dasselbe würde natürlich auch langsamer gehen, aber einfach nur beide Sticks nach vorne. Opening Shot. So, wir gehen mal wieder zurück. Wir fliegen mal wieder zurück. Holen das Dröhnchen mal wieder zu mir. Und dann kommt der nächste Shot. Wir sind gleich bei 30%. Das heißt also, wir müssen da mal ein bisschen, ja, ein bisschen aufpassen, dass wir dann noch einen Akku verfliegen. So, der nächste Shot wäre, was hatte ich mir da aufgeschrieben? Orbit rechts. Wir versuchen jetzt mal einen manuellen Orbit zu fliegen. Und zwar fliegen wir jetzt mal einen manuellen Orbit in einer gewissen Höhe. Nehmen wir mal wieder diesen Berg in der Mitte. Das hier, genau. Fliegen ein bisschen höher. So.
packen das in die Mitte. Und da ist es wichtig, dass ihr vielleicht dann hier so ein Kreuz habt, damit ihr das Ding auch in der Mitte halten könnt. Und bei einem manuellen Orbit, Orbit rechts, muss der linke Stick nach links und der rechte Stick nach rechts. Ne? Also ist eigentlich ganz einfach, einmal nach links, einmal nach rechts. Ich mache immer mal Pfeile dahin. Das im Cine-Modus und einfach mal nach rechts und dann... Ups, sorry. Uiuiui. Das ist nicht so einfach. So. So, rechts rum. So. Und da müsst ihr ein bisschen, also das ist nicht ganz so trivial, ne? Da müsst ihr schon so ein bisschen aufpassen von der Geschwindigkeit her, dass das auch passt. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit gefunden. Also rechter Stick nach rechts, linker Stick leicht nach links. Und das ist dann schon mal ein bisschen ja, zum Ausprobieren. Und da, ich würde auch sagen, das solltet ihr auch mal machen. Einfach so ein bisschen manuell ein paar Manöver fliegen. Am besten natürlich da, wo es keinem weh tut und da, wo man die Drohne nicht verlieren kann. Ne? Rechter Stick nach links und linker Stick nach links, rechter Stick nach rechts, linker Stick nach links. Umgekehrt natürlich, andersrum, der rechte Stick nach links und der, also sozusagen beide nach innen, der linke Stick nach links und da ist auch schon, Moment, ich gehe mal kurz auf Abbrechen, weil das Manöver kann ich gerade noch fliegen. Da ist dann auch schon der Orbit, also das Umrunden, um diese Anlage vorhanden. So, ich hole jetzt aber das Dröhnchen zurück, ne, damit wir auch bitte sofort zurückkehren. Das machen wir doch. So, ein bisschen Gas. Und dann landen wir das Teil. Mal schön in der Hand. So. Ja. Ich stelle das Dröhnchen noch mal hier hin. So, Bildschirmaufnahme läuft, Pocket läuft, Drohne ist wieder verbunden und dann geht es ja zur Session 2. Ich würde sagen, fliegen, da sind wir drin. Wir starten jetzt mal wieder die Bildschirmaufnahme, so, zack, beziehungsweise die Aufnahme der Drohne und machen nochmal Klatsch, damit wir da auch klarkommen. Starten das Teil und fliegen einfach ein bisschen. So. Fliegen einfach ein bisschen hier noch ein bisschen durch den Steinbruch durch. Ich hatte jetzt noch so ein paar interessante Shots geplant. Zum Beispiel, wenn ihr euch mal selbst filmen wollt, ich gehe jetzt mal, ich hole die Drohne mal und lasse sie da mal sozusagen hinter mir. So. Das ist eigentlich, ne, wenn ihr einfach zum Beispiel, wenn das so aussehen soll, dass ihr gar nicht am Fliegen seid, sondern dass die Drohne euch einfach filmt. So, dann stellt man die Drohne so hinter sich. Dann geht man auf, würde man auf Quickshots gehen und würde dann einfach so einen Drohne machen oder den einfach dann jetzt so im Cine-Modus einfach auch ganz einfach nach vorne beide Sticks drücken, man geht einfach und fliegt dann mit der Drohne einfach drüber hinweg. Ja. Das wäre auch so ein Shot, den man dann vielleicht bei einer Wanderung gut benutzen kann. So, ich wollte aber eigentlich jetzt noch ein bisschen mit euch fliegen. Und zwar hinten ist noch so ein kleiner Grand Canyon. Wir fliegen einfach jetzt mal wirklich mal hoch und gucken uns auch mal dieses schöne Gelände an, wo man so richtig schön
fliegen kann. Hab aber wieder so ein Ruckeln, schon wieder so ein Ruckeln drin. Das heißt also, eigentlich Warnung von hohen Windgeschwindigkeiten. Ja, es ist ganz schön windig. Wir fliegen mal in die Richtung und dann fliege ich mit euch. So. Einfach mal den Basaltsteinbruch hier ab. Das ist ja für große Kinder ist das ja hier ein Traum, oder? Hier ist nämlich auch so eine Art Canyon da. Mit so einem kleinen, ja, sagen wir so einem kleinen. Mal die ganze Schönheit hier. Gut, diese Basaltsteinbrüche sind im Grunde genommen natürlich schon irgendwo irgendwie, ja, die sehen jetzt in der Natur nicht so schön aus, aber die Firma, weiß ich ganz genau, die müssen für jeden Steinbruch, den sie erschaffen, auch irgendwo einen Ausgleich schaffen. Das ist ja heutzutage so und wir fliegen einfach mal schön gemütlich hier so ein bisschen drüber. Und das sieht doch echt gut aus. Übrigens, wie gesagt, die Drohne ist 170 Meter weg. Ich habe eigentlich jetzt Empfang, jetzt ruckelt das Bild auch nicht mehr. Ich weiß, warum es nicht eben geruckelt hat. Das kann natürlich am Empfänger vom DJI Mic sein. Und ich fliege jetzt mal hohe Windgeschwindigkeiten. Da müssen wir schon ein bisschen aufpassen. So, was wir jetzt nochmal ausprobieren, die Aufnahme läuft hoffentlich noch. Ja, was wir jetzt nochmal ausprobieren, ist der FPV-Modus. Den hatte ich auch schon mal ausprobiert, wie ich mit den Jungs hier war. Aber den probieren wir jetzt auf jeden Fall mal aus. Dass wir mal so ein bisschen im FPV-Mode fliegen. So, da haben wir das Teil. Ein gutes Stück. So. Und zwar müssen wir dazu in die Einstellungen gehen. Genau, natürlich unter Steuerung. Da ist ja der FPV-Modus. Der Folgemodus ist der Normalmodus und der FPV-Mode, den haben wir jetzt mal eingestellt. Und dann werdet ihr sehen, ich schalte aber in den Cine-Modus, weil ich das ein bisschen cinematischer haben will. Dann werdet ihr sehen, wenn ich jetzt nach vorne fliege und zur Seite, dann kippt das so ein bisschen wie so ein Flieger, ne? Wie so ein Düsenjäger. Und das sieht natürlich auch ganz gut aus. Da würde ich aber wirklich sagen, dass das auch nur gut aussieht, wenn man es langsam macht oder mit einer wirklichen FPV-Drohne. So. Und dann kann man auch mal durch den Grand Canyon durchfliegen. Wenn man natürlich rechts und links noch so ein paar Steilwände hat, dann kann man da so ein bisschen Dynamik mit reinbekommen. So, fliegen wir einmal eine richtige Kurve. So. Ja, da kann man halt so ein bisschen so Düsenjäger-Feeling reinkriegen. Also ein bisschen natürlich auch aufpassen. Bäume, Äste. Und das macht man am besten natürlich. So, komm rum, komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Ja. Und ein bisschen dem Straßenverlauf hier folgen. Sehr cool. Und wenn jetzt eine richtige Kurve fliegt, dann müssten wir das eigentlich schaffen nochmal. Ja, das sieht auch nicht schlecht aus, ne? Ich schneide euch das mal
Ich schneide euch das mal ein bisschen zusammen, ne? Mit ein bisschen Musik jetzt am Ende. So, ich schalte mal den FPV-Mode wieder aus. Gehen wir wieder auf den Cine-Mode und dann sehen wir uns jetzt. Positioniere ich euch mal als zweite Kamera sozusagen. So. So sieht mein Setup hier aus. So. Ja, ich würde mal sagen, Hashtag Fliegen mit Frankie, das sollte auch für heute genügen. Ich werde euch natürlich jetzt ein paar coole Szenen zusammenschneiden, ein bisschen mit Musik hinterlegen. Genau, wichtig ist, ich hatte noch vor, ein Video über die Naturschutzgebiete zu machen. Da muss ich erstmal mit der Naturschutzbehörde in Kontakt treten, inwieweit man das im privaten Bereich kann oder ob das nur gewerblich geht. Sollte das so sein, werde ich dann ein Video drüber machen, wo es diese Ausnahme gibt, wo man in 100 Meter Höhe auch, wenn es dem Zweck dient, ein Naturschutzgebiet überqueren kann, aber natürlich auch nur nach den Regeln, ne? Visual Line of Sight. Und Leute, die ganzen Kommentare immer unter den Videos, Mensch, du kannst die Drohne bei 350 Metern nicht mehr sehen oder bei 378 oder da, oder du guckst die ganze Zeit auf deine Fernbedienung. Ja, Leute, ich gucke ab und zu auf meine Fernbedienung, auch mal habe ich die Drohne im Rücken, aber ich weiß immer, wo meine Drohne ist und wie sie sich verhält. Also ihr könnt davon ausgehen und in der Regel sehe ich auch ganz gut. Also meine Augen sind auch sehr gut und wenn ich jetzt noch eine Brille aufziehen würde, dann würde ich wahrscheinlich, wir machen vielleicht demnächst mal das Experiment, wie weit ich die jetzt in verschiedenen Bedingungen sehe. Das kommt ja auch sehr, sehr, sehr auf den Himmel drauf an oder auf den Kontrast, auf den Hintergrund. Wie auch immer, wenn es euch Spaß gemacht hat, mal wieder Hashtag Fliegen mit Frankie, Point of Interest angerissen, die neue Firmware, Firmware für die, genau, für die Mini Pro, den Tripod-Mode, neue Firmware für die RC, funktioniert alles ohne Probleme, allerdings haben wir ganz schön Wind und die muss ganz schön kämpfen, die Kleine. Dann würde ich sagen, ich beende das Video hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, lasst vielleicht eine Super Thanks da, so als kleine Anerkennung. Dann kann ich mir vielleicht auch mal wieder eine neue Drohne leisten, vielleicht eine DJI Avata, I don't know. Akkustand ist niedrig, die Drohne wird jetzt gleich landen. Und das machen wir jetzt auch gerade direkt, bevor hier großes Chaos aufkommt. So, komm runter, Baby. So, ja, zweite Kamera, eine von rechts, eine von links, weil es läuft noch. Guck mal, die kann ich auch als Vlogger-Kamera nehmen. Ja, also wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und ich habe echt Bock auf diese Videos. Vor allem lerne ich auch selbst dabei. Ne? FPV-Mode, wo ist denn das jetzt? Wie komme ich da schnell hin? Macht mir auch nicht alle Tage. Fliegen mit Frankie macht mir riesen Spaß und euch offensichtlich auch. Die Aufrufzahlen zeigen es. Also Leute, macht's gut, haut rein und bis zum nächsten Drohnenvideo. Ciao.